Wie? Was bin ich Dass ich jetzt? gegen Luca so Ach, das schwitzen. Spiel ist erst 21 Uhr, ist ja ekelhaft. Digga, wenn du ehrlich bist, also Digga, ich hätte 7, 8 Dinger Du haben stellst das müssen. aber gerade so hin, als wäre ich der größte Bot auf Erden. Nein, du Das bist. ist mein Nein, Problem. nein, 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 nein. Also du spielst definitiv gut. Definitiv safe, also denn so wollte ich das nicht ausdrücken, das Oh, klang Digga, gerade den falsch. Ping fühle ich. Also du spielst gut, aber einfach meine und deine Chancen zu vergleichen, ich verteidige alles weg. Ich kreiere mir vorne so viele Buden und der Keeper ist einfach, weiß ich nicht was. Son Hugo Lloris. Goku Bruder, ich einfach fühle übrigens Son. das Trikot von mir. Hat er schon gesagt? Tobi, bist du on stream? Nö, noch nicht. Der guckt einen Streamtitel. Schickt er Bild. Oh. Digga, warum schickst du mir kein Bild, du Arsch? Hm? Bist Ich wieder abgehoben, ein Stück guck in Scheiße die hier, oder Gruppe. was? Digga, so würde ich das Team fühlen. Ich würde halt echt gerne mal so ein Team haben. Cantona vorne im Sturm, Messi und Hazard auf den Flügeln, daneben nochmal Hazard und Salah in Form, Conte und Gündogan ZM und drei Innenverteidiger, Varane, eventuell noch ein Thiago Silva und ein Van Dijk und im Tor Ederson. Das Team würde ich fühlen. Also ich fühle den Streamtitel. Ja, ich auch. Oh ja, Digga. Spitzenfußball garantiert, ah ja, Digga. Ja, Digga, Simon Terodde, Junge, ist der der Echte. Deswegen Spitzenfußball, nur wegen ihm. Spitzenfußball, Junge. Oh, ich sollte Nein. vielleicht mal umstellen. Ja, umstellen, Junge, wer braucht Walker in das? die Innenverteidigung. Du Hurensohn! Ich wechsle gleich auch und stelle Mbabu in die Innenverteidigung. Tobi, wie fühlt's eigentlich mein Team? Digga, ich bin jetzt erst im Stream und ich hänge schon. Bin jetzt erst drin. Ja, ich hab ja Simon mein Terodde, Team. Digga. Digga. Erstmal kurz Radish Aber das umgehauen. Team habe ich schon mal gesehen. Wisst alle, dass sie ganz viel Freude an ihm haben werden. Er gibt immer alles und ist Den extrem und Müller, ehrgeizig. Junge. Spielerdebüt Meine von Liste sieht Thomas ähnlich aus. Mauler. Wer war das jetzt, der geklärt hat? Raum, Lul. Junge. Silber Linksverteidiger. Silber Linksverteidiger einfach besser als, keine Ahnung. Junge. Nein, du Wichser! Gib mir Elva! Nein! Digga, das wäre Simon Terodde gewesen, Junge. Nope. Ich will aber eigentlich gar nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, 4-1-2-1-2 ist absolute Schmutzformation. Ist sie auch. Ich weiß sowieso nicht, warum du sie spielst. Also 4-2-3-1 kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Junge, er ist der Allerechte. Silberteam einfach besser als normales Goldteam. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ne, Digga, Das ich Team wird spiele gerade aber auch einfach Shit. alle jede Konzentration gerade gegen mich aufgebraucht. Gerade gegen mich so reingeölt, Konzentration weg. Weg da, Junge! Bruder! Er verschafft sich den Raum. Ah ja, Digga, der wurde ja gerade komplett umgewichst. Ja. Einfach, einfach kalt weg. Hey, Mann, Terodde. Zeig, was du kannst. Ist das dein Weekend League Team, Timo? Ja. Perfekt. Digga, guck dir meine Verteidigung an, Junge. Das sind alles Schalker Spieler, die allerechten. Ja, ich glaube, ich muss Terodde die Nummer 1 geben und ihm die Kapitänsbinde überlassen. Ach, nix, Mann. Junge. Mann, du Wichser.
für mich gehört es tatsächlich zu den schönsten Starten. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Ah, Mann, Junge. Mann, Freisel. Gegen Rostock bist du zu Null geblieben. Aber Hurensohn. Ja, Digga, auf das Spektakel hole ich mir Chips, Junge. Ich sag's so. Nix, niemand tut was. Becker. Jetzt Müller. Der wird wohl letztlich doch beim Keeper landen. Sie wollten den Ball, sie haben den. Junge, wie oft willst du mich eigentlich umwechseln, ohne dass es ein Foul ist? Ja. Let's go, ihr Mauler, Junge! Ich glaube, ich muss meine offensive Taktik anwenden hier. Nicht meine andere hier. Digga, was machen die da? Skip das mal! So, umstellen hier. Gar kein Bock. Thomas Mauler, Junge. Mit der Vorlage von Simon Terodde. Mann, verpiss dich mit deinem Anschussbug. Oh ja, jetzt kommt hier Rodde, Junge, über den Flügel. Soll ich nebenher joggen? Let's go, Junge. Mann! Freisel, Junge. Bruder. Ecke kommt in die Mitte. Wow. Oh ja, Digga. Ja, Havertz auf einmal der alle echt, oder was? Schau noch mal auf die Wiederholung. Havertz ist gut. So, ich bin wieder da. Hast zwei Tore verpasst. Jo, bei mir ist jetzt gerade Wiederholung von dem Tor. Ja, hast mein Tor mit Mauler verpasst. Thomas Müller auf dem Tor, jetzt reicht's. Thomas Müller macht einfach ein FIFA ein Tor, ja. Das als Goldkarte. Und die Balleroberung, wichtig. Er nimmt ihm den Ball ab. Mauler, Junge. Drei Treffer haben wir Durchgang 1 gesehen. Zwei Tor. Was für eine Formation habe ich hier jetzt eigentlich mit dem 4-2-3-1? Ah ja, Digga. Jungs, was sagt ihr? Soll ich ein paar Packs ziehen? Nein. Junge, ich weiß, wen ich jetzt bringe, Digga. Ich weiß, wen ich jetzt bringe. Einfach den Goat, Junge. Es gibt nur zwei Goats auf dieser Welt. Junge, ich bin jetzt den aller echten. Einen davon spielt Timo. Und den anderen ich jetzt. Und der zweite Goat, den kennt auch Timo, und das ist Philipp Max, Junge, die Legende. Nee, Digga. Hier, Timo. Da ist er, der Goat. Timo ist auf Mute, glaube ich. Perfekt. Oh. Ich habe jetzt keinen einzigen Stürmer mehr, also keinen einzigen richtigen Stürmer mehr. Geil. Hier ist aber dafür 2-1, ohne Stürmer, perfekt. United kommt. Kai Havertz. Das war jetzt auch mal eine Runde. Boah. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Ecke kommt ins Zentrum. Oh, Havertz. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, verpechen. Stark vor der Pause. Mit Havertz mache ich gerade den Jogi Löw, Alter. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut.
Let's go, Junge! Nein, Digga, es war einfach Simon Terodde! Einfach lächerlich, was hier passiert. Der wird mir, den kaufe ich mir gleich. 54 Pace, Alter! Yibi! Den kaufe ich mir gleich und setze ihn mir auf die Bank. Ist mein Super Sub dann. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Müller macht es gut. Ball erstmal weg. Ah, guter Steilpass hier. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Und Shaqiri. Die Mistmagen können alle nicht passen, Timo. Oh, Shaqiri, Junge. Er hat einfach Shaqiri wirklich gemacht. Ich dachte, das ist ein Foul. Boah, Phil Foul, Junge. Wie findest du Foden? Gut. Geil, Herbert! Jack Grealish! Lukas Moura! Na, no, was? Decker, was passiert hier? Digga, Freisinn ist der Allerechte. Bist du gerade so im Fokus, Timo, oder redest du mit deiner Freundin? Ja, ich hab mit meiner Freundin geredet. Naja, Simon Terodde und Thomas Mauler machen die Tore, Junge. Digga, und er ist echt gut, Alter, der Linksverteidiger Raum von Hoffenheim. Oh ja, Digga. Mauler! Junge, nein! Ja, ich spiele halt auch echt original Shit gerade, das ist nicht mehr normal. Tobi, du hast deine beiden neuen Supersubs, Thomas Müller und Simon Terodde, Junge. Ob du einen Ibra auf die Bank setzt oder einen Simon Terodde, Junge. Die Gäste sind beim Ballbesitz. Na ey! Jetzt brauche ich nur noch so eine Legende fürs Mittelfeld, dann ist mein Dreier-Sub gespannt und gut. Tja, danke, Shaqiri. Andres Iniesta, Junge. Perfekt. Hallo? Ref? Pfeife vergessen oder was? Terodde, Mann. Junge, kämpf, Junge. Jawohl. Hey. Timo Becker. Junge, der Goat himself, Alter. Nee! Ich wollte gerade Müller in den Lauf schicken, Junge, der ist schnell, der kann das. Oh ja! Das war zwar eigentlich eine rote Karte, aber ist okay. Nix! Nix, 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 niemand droppt was! Ja, Junge, Terodde! Terodde, Junge! Es ist so frech, was hier passiert! Oh ja! Einfach frech, Digga! Ich will nur anmerken, aus der Reichweite ist mit einem Sadio Mané der Ball nicht rangegangen, genauso wie mit einem Son und einem Lukaku. Digga, ich sag doch, Terodde ist der Beste. Ich glaub, Lukas fühlt es gerade. Der überlegt gerade zu quitten, dann ist nur 3-0. Da, Junge, Simon Terodde. Ey, Anschlussmark, hallo. Ey! Nochmal Freisel.
Nix, Timo Becker ist da. Ich dachte, er geht rein. Ich glaube, Timo hat hier gerade den Spaß seines Lebens mit dem Team. Junge, fühle ich. Digga, Digga, was? Co-Ikakura, Benzema stirbt da gerade an Altersschwäche, Junge. Itakura. Mann, du Hurensohn. Digga, ich hasse Pogbas Elfer, ne? Ah ja, Digga. Wirklichkeit von einem Mielpferd. Aber es funktioniert einfach. So, Itakura. Nein. Mauler, schön. Olle, was? Du, wie gut, dass ich einfach nicht mit der Rolle gemacht habe, Junge, dein armer Spieler. Olle. Oh, Junge. Nein. Digga, wäre der reingegangen, Junge. Ja, noch ein Elfer. Nein, Digga. Nein, ich dachte, Mann, ich dachte, das wäre noch Dingens. Freistoß. Boah, Digga, eigentlich rot, oder? Ja, ist rot. Junge. Er bricht ihn einfach bei. Karim Benzema. Ja, perfekt. Junge, weil ich im letzten Moment verwackelt habe. Ramos! Ey! Oh, nee, ja, Digga, Revanche. Nein, ich bin dran. Bin nein, halt's Maul. Dann will ich gleich Spiel Division Rivals oder so. Ja, lass Tobi einmal gegen mich spielen, dann können wir gleich nochmal. Weil Tobi guckt gleich eh Fußball. Timo kann ja den Stream anlassen, lassen, dann kann ich halt gleich nochmal gegen Lukas gewinnen. Also ich bleib ja glaube ich so oder so in der Party, aber ich will Fußball spielen. Einfach frech, dass ich gegen dich die ganze Zeit verliere, Mann. Ja, das liegt einfach daran, Timo ist einfach besser. Das liegt einfach daran, dass ich mit Simon Terolle gespielt habe. Nein, das liegt daran, dass er nicht genug belieft. Er schreit, Digga, er schreit seine Spieler in meiner Kabine an, deswegen performen die auch nicht. Vor allem, ich habe gerade, by the way, mit einem normalen 4-4-2 gegen dich gespielt. Einfach so Standard ohne Taktik und alles. Ah ne, gar nicht. War eine 4-1-2-1-2. Mit Flügeln. Hab. Ach lol, ich hab dich auch gerade eingeladen. Warte. Ich hab auch noch keine Einladung. Ah, ich komme jetzt rein. PSG gegen City schon mal anmachen. Die starten jetzt in einer Minute. Nix. Niemand. Ederson, Walker, Ruben Dias, Sterling, Grealish, Laporte, Rodri, De Bruyne. Also Ederson, links außen, Cancelo, dann Laporte, Dias, Walker, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling und Grealish in der Spitze. Ja, moin. PSG, Neymar, Mbappé und Messi in der Spitze. Einfach nicht gut. Einfach nicht gut genug. Einfach nicht teuer genug. Einfach schlecht. Kann man noch mal Messi abstoßen. Aber jetzt. Also wenn jetzt Terodde gegen mich ein Tor macht, weiß ich nicht, was ich tue. Ich glaube, ich donate dann einfach 10 Euro oder irgendwie. Oh ja.
Irgendwas lasse ich mir dann einfallen, was ich dann tun werde, wenn Simon Arschrodde gegen mich ein Tor macht. Ja, ich schaffe wahrscheinlich nicht ein einziges Tor gegen dich. Aber achte mal bitte gleich auf meinen Linksverteidiger, sollte der mal zur Aktion kommen. Nur Freisel! Und solche Tore, kann ich dir sagen, hat gerade Dings, hat dein Terodde gerade die ganze Zeit gemacht. Ne? Aber meine Spieler machen das nicht. Liegt einfach daran, dass Freisel der Beste ist, Junge. Nee. Ich dachte gerade, ich kriege einen Elfmeter für nichts. Willst du mich gerade mit Becker decken? Oh, er ist der Allerechte. Oh nein, Big Rom. Ich komm einfach nie rein. Oh, der Goat. Der Goat mit 5 Tempo, Digga. Ne, 54 bitte. Meistens kommt der. Ja, und ich hab gedacht, du passt rechts rum. Hey, Schiri! Hey, Schiri, nix. Nix, niemand tut wahr. Big Rom. Freisel. Digga, for real, das bleibt mein Weekend League Team. Einfach Weekend League Team durchgespielt. Hauptsache, ich krieg jetzt die Nachricht, dass du streamst, fühl ich. Ich glaube, mein Internet macht gerade ein bisschen Fax. Nektar, Junge, nein, nix. Ach, Digga, Freistöße in diesem Spiel, Bruder. Ja. Wo wollen sie hinschießen? Da, guck mal ganz oben, da wo die Vögel sitzen, ne? Da schieße ich jetzt wahrscheinlich hin. Mhm, okay. Ich weiß nicht, wie hier Tore funktionieren in diesem Game, ne? Also echt nicht, ich habe wirklich keine Ahnung. Vor allem halt unter Meilensteine musst du halt wieder 25 Freistoßtore schießen. Frag mich nur wie soll ich das anstellen? Ja, dafür müsstest du wahrscheinlich als Belohnung 725 K-Packs oder so kriegen. By the way, Big Rom hat 4 Sterne Weak. Und eine Beweglichkeit von einer sehr krassen Bahnschranke. Digga, wenn der umfällt, Junge. Da bebt das ganze Stadion. Boah! Durchsetzungsvermögen 99. Das ist perfekt. Perfekt. Ah ja, okay. Das ist in meinen Augen wieder ein Script. Alter, hast du halt einfach gesehen, dass ich dir den Ball abnehme und der Ball hat nur eine Richtung und zwar zu dir. Oder halt zum Gegner. Und man kann dagegen nichts machen. Digga, da unten stand Simon Terodde, Junge. Der war schon bereit. Er sucht ihn. Jetzt Ecke auf Simon Terodde, Junge. Ah, das war Werner. Terodde hätte den natürlich gemacht. Sehe ich genauso. Digga, jetzt steht's noch 0-0. Nachher steht's wieder 8-1 oder so. Ja, hätte aber schon ruhig 2-0 oder so stehen können für mich. Nix. Ja, er schwitzt extra auf Time Finish, Junge. Ja, das kriegst du hier keine Tore. Ja, er schwitzt extra auf Time Finish gegen den Silberkeeper. Lul. Der übrigens 99er Rating hat in diesem Spiel. Ach so. In diesem Spiel hat jeder Keeper gefühlt 99er Rating. Digga, ich sag dir, ja, abseits, perfekt. Stand noch drei Verteidiger hinter ihm, aber abseits sehe ich genauso. Abseits, ja, ist auch sehr realistisch. Ja, so kann ich sogar noch. Junge, der hätte der Goat sich auch mal durchsetzen können eigentlich. Ist halt echt so. Die Bahnschranke. Junge, der Typ ist krass. Ohne Witz. Einfach besser, Digga, als Alfonso Davies. Der ist Silberverteidiger von Hoffenheim. Einfach der Beste, Digga. Oh, da kommt. Nein, Digga. Manfred! Geh aus dem Weg.
oh, oh, oh. Ja, Mann. Digga, die Torhüter in diesem Spiel sind wirklich, also, Digga, gerade auch gegen Lukas, das ist geisteskrank. Also, das dürfen die nicht halten. Ja, das halten nur gute Keeper. Ja, alle. Das ist ja das Problem daran, dass das alle Keeper halten. Freisel ist gut. Er beliebt in seinen Jägerkeeper. Digga, Timo Becker. Hey, jetzt Simon, Junge. Lol, was natürlich das war, das jetzt. Egal, Joe Gomez. Weg, Mann, lass doch Simon Terodde mal schießen, Junge. Lass ihn mal schießen. Das sagt doch gleich PSG mal bei City, wenn sie 6-0 zurückliegen. Mann, lasst uns doch mal schießen. Wir wollen auch mal aufs Tor schießen. Wieso so dreijährige Digga, die sagen, Papa, ich will auch mal schießen. Junge, Thomas Mauler. Da hab ich mir gar keine Gedanken. Okay. Thomas Mauler, Junge. Und das ist halt der Script, der dann reinkickt. Du hast bis jetzt noch nicht einen Schuss aufs Tor. Du hast eine Tordifferenz von 0,06 oder so. Aber wieder ein Tor. Das ist einfach krass. Das nennt man Effizienz, Junge. Der Effizienz. Das ist einfach nur Bullshit in diesem Spiel. Digga, Timo Becker und Raum, die beiden. Hä, was war das? Ich spiele den Pass. Und während ich den Pass gespielt habe, hat einfach mein alter Spieler, der den Pass gespielt hat. Ich konnte nur den steuern, der den Pass gespielt hat, aber nicht der, auf den ich den Pass gespielt habe. Okay. Macht Sinn. Ich muss mal kurz meinen linken Stick wieder kleben. Erwartete Tore 0,5. Und ich habe 1, da sehe ich mich. Ab 0,5, also ab 5 rundet man auf, oder? Dann passt das. So, jetzt kommt Renato Sanchez für den absoluten Abfuck-Modus. Ja, Werner ist einfach zu schlecht, der muss halt jetzt raus. Kommt ein anderer für. Philipp Max. Nee, Josef Martinez. Oh, PSG führt. Idrissa Gueye, Junge. Wer ist Messi? Wer ist Neymar? Wer ist Mbappé? Ich zeige euch, wie das geht. Digga, erst Hakimi, jetzt Gueye. Treffen. Lol. Sack. Digga, Idrissa Gueye, Junge. Ey, nein, ich bin abgelenkt. Oh, Freisel. Digga, es ist so krass frech langsam, ohne Scheiß. Ey, Digga, mein Gott, das ist so wild, dass man keine Tore schießen kann. Es laggt. Ey, man kann keine Tore in FIFA 22 schießen. Das ist zu wild. Ja, keine Ahnung, hallo. Hallo, Digga, ich kann nichts machen, es laggt die ganze Zeit, ich kann mich nicht drehen. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es jetzt Freistoß für dich gibt, obwohl du mich reinrennst. Schuss! Hä? Digga, ich war wieder am Ball und ich kann wieder nicht schießen. Es ist einfach krank in diesem Game, dass man keine Tore schießen kann. Ey, nein. Ich kann keine Tore schießen! Egal was ich trye, es geht nichts rein! Nein, Digga. Ich weiß nicht, was man machen muss in diesem Spiel, um mal ein Tor zu schießen. Also es ist weder die lange Ecke noch die kurze Ecke.
Es sind wenn dann nur Finesse-Schüsse aus 70 Metern, die reingehen. Ja, Kopfball geht auch nicht, weil immer jeder andere besser ist. Hä? Ich weiß echt nicht, was man machen muss, um ein Tor zu schießen, Digga. Digga! Aufladen! Digga, wer kommt da bitte so an den Ball? Nein. Das war Josef so Martinez. Tja. Der Rodde kickt die erstmal weg, Alter. Klar, der holt mich einfach rein, logisch. Was hast du, Lukas? Wie viele Minute seid ihr? Ich darf ein Tor schießen! Das ist ja unglaublich, ich darf ein Tor schießen! Ich weiß nicht wie, aber ich durfte einfach mal ein Tor schießen. 68. Mann. Passen dauert auch 10 Jahre in diesem Spiel. Ich drücke passen, es passiert gar nichts. Ich drücke nochmal passen, dann kommt eventuell ein Pass, ein Leck oder irgendwas anderes in dieser Richtung. Digga, meine Freundin sitzt auf dem Balkon, hat die Tür auf und ich sitze in kurzer Hose und T-Shirt und meine Eier fallen gleich ab, Junge. Weil einfach kalt. Timo Becker, Junge. Es ist so lächerlich, das Spiel, sorry. Also keine Ahnung, wie du bis jetzt ein Tor haben kannst. Mit einem einzigen Schuss, by the way. Ja, natürlich, zweiter Schuss. Du hast noch nichts in diesem Spiel gerissen. Gar nichts. Du spielst so fucking hellkacke, Digga. Und zwei Schüsse, zwei Tore. Es ist so lächerlich. Mhm. Digga, hä? Weißt ich habe mich gerade gefühlt. Ich habe wieder 14 Torschüsse oder so, Digga. Es geht nichts rein. Ich habe da vorne 400-500k irgendwie mit allem drum und dran und es geht nichts rein. Ich habe da egal, vorne 2k. Was ich trage. Ich dachte, Simon Terodde ist einfach besser. Ey, Digga, wie kann das wieder nicht reingehen? Also, Digga. Wirklich, keine Ahnung. Ja, abseits, perfekt. Weil einfach 10 Jahre zu spät gespielt. Hey Mann, es ist wirklich, es ist so ein Drecksgame schon wieder. Mann, es ist, ich verstehe es nicht. Mann, abseits, oder? Nee. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich hab eigentlich... Hä? Digga, hallo, wo... Hä? Digga, was passiert denn hier gerade? Ich habe gerade X gedrückt, weil ich ihm den Ball zuwerfen möchte. Er lässt den Ball fallen. Ja, hä? Also jetzt... Ja, es wird langsam echt lächerlich, Digga. Kurios und lächerlich. Falsche. Jesus lebt, Alter. Ey, falsche Ecke. Bruder. Also ich weiß nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Ohne Scheiß, also... Es wird wahrscheinlich so eine simple Regelung sein, wie man hier Tore schießt. Die einfach bis jetzt aber noch nicht bekannt ist anscheinend. Weil man weiß einfach nur, dass Finesse-Schüsse außerhalb des 16ers bis 30 Metern immer drin sind fast. Aber ich weigere mich hier solche Dinger die ganze Zeit zu machen. Das ist halt einfach lächerlich so. Was habe ich davon? Das hat ja nichts mit FIFA zu tun, wenn ich aus 30 Metern immer per Finesse ins Tor schießen will.
Keine Ahnung, Digga. Ich hätte wieder 7 Tore haben müssen, Digga. Ich verstehe hier gar nichts mehr, Mann. Wirklich, es ist so krass. Es ist so krass. Ich könnte es verstehen, wenn ich irgendwelche Goldspieler, was weiß ich, 78 Rating mit 74 Schießen da habe, okay. Aber ich habe davon einfach, keine Ahnung, insgesamt 500, 650, so um den Dreh K. Die machen einfach keine Tore, Digga. Du musst einfach Simon Terodde kaufen. Digga, du hast, ich weiß nicht mal wie, du hast 2 Schüsse im ganzen Game und hast trotzdem eine erwartete Torquote von 2,2. Obwohl du nicht mal aufs Tor schießt, so gefühlt. Hä? Wie? Meine Spieler. Und ich hab 6,... Wirklich, keine Ahnung. Ich muss Lukas 7-8-0 irgendwie wegschießen, dich eigentlich auch 7-8 Dinger machen und ich darf einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kurze Ecke dieses Jahr geht überhaupt nicht. Da kannst du nichts machen. Kurze Ecke geht einfach nicht, weil die Torhüter das zumachen und lange Ecke geht auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie man hier ein Tor schießen muss. Ich hab einfach keine Ahnung. Die Weekend League wird wirklich wahnsinnig schlimm. Ich hoffe, ich qualifiziere mich die für die Scheiße nicht. Tja, es ist so wild, dieses Spiel, Mann. Du musst dir Hazard holen. Digga, der Typ ist einfach anders unfair. Hazard und dann am besten mit KDB und Lukaku linken, Digga. Geben wir eben einen Rauch in Lukas, dann können wir direkt miteinander spielen. Ja, ich mache hier noch eben diese komische Partie FIFA Freundschaftsspiele da. Warte, ich muss. Gegner geht bei 2-0 immer noch nicht quitten, Digga. Fühl dich. Ja, hab schon wieder einen Pope gezogen. Ich glaube, jetzt habe ich ihn zweimal untrade. Ne, ich habe ihn sogar einmal tradable. Perfekt. Geben wir Rauch. Drei Null geht immer noch nicht quitten. Jetzt geht er quitten. Sehr schön. Ach, Junge.
Du hörst dich irgendwie gebrochen an. Weil das Spiel halt einfach mich bricht, so, keine Ahnung. Das ist halt einfach. Die Leute werden halt permanent im Spiel gehalten. Egal wie sehr du dir einen absweatest, das ist so geisteskrank. Und ich meine, ich erspiele mir keine schlechten Chancen, so. Das ist halt der Punkt. Ich würde es verstehen, wenn ich permanent aus 20 Metern irgendwie Vollspann schieße, dass die das dann halten, okay. Aber ich stehe vor mir gefühlt 1 gegen 1 Keeper und man kann trotzdem kein Tor schießen. Geht einfach nicht. Die Torhüter müssen gepatcht werden, definitiv. Und das Problem ist halt, dass das der ganze Monat, das geht den ganzen Monat so, weil im ersten Monat wird komplett durchgelaufen. Erst am Ende des Monats, also nächstes Monatsende, kommt erst ein Update diesbezüglich. So lange bleiben die Keeper so, sprich man muss erstmal 4 Wochen so spielen. Das ist so ein Krampf. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich an dem Spiel stört. Alles andere ist top bis jetzt, wirklich. Ich habe kein einziges Manko, wo ich sage, das ist shit. Auch abgesehen von den Lags hin und wieder, dass das so komisch leckt. Also klar, den Punkt, der muss auch geändert werden, aber das sind die einzigen 2 Punkte, die mir jetzt spontan einfallen. Wenn die beiden Dinge geändert werden und der Rest so bleibt, ist das eigentlich ein echt gutes FIFA. Betonung liegt auf eigentlich. Sind die eigentlich immer noch am Packs ziehen? Ja, aber. Ja, natürlich ziehen die Packs. Was machen die sonst außer Packs ziehen? Die wissen gar nicht, wie Gameplay funktioniert, weil die einfach immer nur Packs ziehen. Ich meine, okay, wir wissen gefühlt auch nicht, wie Gameplay funktioniert. Wir wissen, wie man halt Pässe spielt, das wissen wir. Tore schießen funktioniert nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde vorhin geknechtet. Da hatte einer Korea vorne. Da ist er. Den Allerechten. Korea im Sturm, links daneben. So, Fred, bist du bereit für den Goat? Ich hatte schon eingeladen. Steht die Lobby noch? Richtig und windig und boah, Junge. Das macht richtig überhaupt keinen Spaß, gegen den zu spielen. Deswegen sage ich dir, musst du endlich Hazard holen. Und ich sage, glaube ich, so viel kostet er nicht. Nicht, dass ich wüsste. Kostet vielleicht 20.000, wenn überhaupt. Also 85er. Kostet wahrscheinlich genauso viel wie sein Bruder. 7,7k, Digga. Ich bin im Rauchen. Junge, der hat 84 Pace, 80 Schuss, 82 Pass, 88 Dribbling. Junge, der kostet 7,7k. Das ist einfach frech, wie der spielt. Eden Hazard oder was? Ja, Mann. Das ist dieses andere frech. Mittel Arbeitsraten, aber den trennst du nicht vom Ball. Schwör ich dir. Spielt sich wie ein Messi. Und ich habe Messi noch nie gespielt. Spielt sich wie ein Messi. Oh, der Ping ist gut. Bei der Erstellung deiner Spielsitzung ist ein Fehler aufgetreten. Ach, Digga. Ach, mein Mann. Was stört euch eigentlich bis jetzt an FIFA 22 so? Digga, ein Torhüter. Ich meine, für. Digga. Teilweise, wie du Dinger da drauf prügelst und hast nicht gesehen, aber nichts triffst, das ist einfach aua. Also und diese Bugs, wenn du jetzt beispielsweise einen langen Pass im Lauf oder sowas, also kurz machst, also L1-3 Pass. Digga, ich hab das jetzt so häufig schon gehabt, mach's auch mal bereit.
Mit einer Ping, da sehe ich mich, Junge. Mann. Nur das andere Trikot. Dann spielt er den Pass, aber ist immer noch angewählt, so. Ja, das hatte ich gerade gegen Timo. Ich spiele den Pass. Das hatte ich jetzt so häufig. Er spielt den Pass und ich konnte halt einfach meinen Spieler, auf den ich gespielt habe, nicht steuern. Ja. Hab ich gefühlt. War richtig gut. Also das hatte ich jetzt bestimmt 7, 8, 9 Mal. Was mir dann eine richtig gute Torschance eigentlich versaut hat. Nee, das jetzt nicht, aber mir hat's halt den Ballbesitz weggenommen, weil ich halt nichts machen konnte. Hm. Lukas, rum auf dein Handy. Oh, was kommt jetzt, Digga? Ich guck ja momentan immer so Mo, Elias und so sind halt auch immer so E-Sportler, beziehungsweise Elias ist jetzt kein E-Sportler mehr, aber Mo halt, der Weltmeister. Digga, der ist momentan so hart am Verzweifeln. Wenn der teilweise spielt, was der für Chancen hat. Perfekt! Der Bernardo Silva hat das leere Tor bei City nicht getroffen, er schießt gegen die Latte, das leere Tor. Digga, Bernardo Silva schießt im leeren Tor gegen die Latte, Bruder. Digga, der wird gleich direkt ausgewechselt von Pep, ich sag's dir. Ob Marcel das jetzt fühlt? Pep Guardiola sauer. Simon Terodde, Junge. Junge, das ist so frech, was du für Tore machst. Hey Tobi, ich führe 1-0. Läuft bei dir, ich weiß zwar nicht wie, aber... Simon Terodde. Flanke, ich Kopf, bleib jetzt einfach. Tor. Ich bleib jetzt aber bei meinem 4-5-1, das lässt sich irgendwie besser spielen. Tobi, guck jetzt in den Stream, Digga. Ja, warte, ich muss erst wieder neu starten. Ja, jetzt ist es zu spät. Aber kannst ja zurück. Phil Foden. Phil auf Foden. 8., 9. Spielminute, so um den Dreh, in einem Konter von Lukas. Ja, muss ich dann nachher zurückspulen. Junge, ey. Phil Foden vom freien Tor, Digga. Ja, Freisel ist ja leichter. Ah ja, Digga, ich dachte, der segelt rein. Mann. Digga, ich bin auch so dumm. Ich mach's gegen Tobi jedes Mal und lerne daraus nicht. Und ich mach's gegen dich auch und ich lerne daraus nicht. Digga, ich bin so dumm, Alter. Aber ich würde sagen, vergiss es. Scheiß drauf. Nein, Werner. Lol. Die Fans spüren jetzt oder nie, jetzt muss was kommen von der Mannschaft. Sie klären. Vorne jetzt die Balleroberung. Ein super Trick und der klappt auch noch. Du Hurensohn. Da wollt's zu viel. Ramos! Digga, for real, Becker und dieser Raum sind echt gut. Timo, sein Weekend League Team ist somit fertig. Ja, Digga. Digga, ohne da Witz. Da ändert sich höchstens noch Müller, Junge, ich sag's dir. Nee, Werner muss noch für Zoe ausgewechselt werden. Hey! Piss dich! Digga, Timo Becker! Und schon wieder! Digga! Silberkarten! Junge, damit kannst du Drohre machen! Das sind die neue Meter, Mann! Ja, ich merk das schon! Wobei Simon Terodde ist eine Goldkarte, spielt sich ja wie Bronze!
Digga, was war das denn, Junge? Jetzt Timo Becker, Junge. Aufhängen tue ich die sofort. Weil ich die gleich wieder brauche, wenn ich nachher wieder rauchen gehe. Ey, Mann! Digga, ich fühl's, dass Donnarumma im Tor steht und nicht Navas. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht, aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist... Oha! Wild! Da kommt die Flanke. Nein, Digga. Da machen sie zu, wichtige Aktion. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Ich glaube, ich habe gerade genau das gleiche Problem wie Tobi. Was? Ich darf einfach keine Tore schießen. Was ist mit mir? Ich habe genau das gleiche Problem wie du. Ich darf einfach keine Tore schießen. Fühlt sich gut an, ne? Mhm. Junge, und was hier... Komm, was? 2-0. Ach, Digga. Terodde. Hauptsache bei mir leckt es gerade. Irgendjemand macht in der 39. Minute die Flanke in die Mitte und ab da Bestand wird es leckt. Ich habe meinen Stream auch nebenbei laufen, also der leckt nicht. Das muss an dir liegen. Nee, das Ding ist, ich habe gerade die Zone. Ich habe gerade die Zone und Korn, deswegen wird das wahrscheinlich. Ja, 1-0 zur Halbzeit, das tut einfach weh. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen, es steht 1-0. Also ich weiß nicht, ich mache mich gegen Timo und ich allgemein gegen euch beide, ich tue mich so schwer, aber allgemein auch in Rivals. Ich habe heute von den 8 Spielen, die ich gemacht habe, nur 2 recht deutlich gewonnen, weil die Dinger echt Plebs waren. Finde ich gut, die Quote gerade. 1,5 erwartete Tore bei mir. Hä? Die anderen 6 Spiele habe ich so geisteskrank ölen müssen. Lukas, das ist übrigens das Team, mit dem ich gerade gegen dich spiele. Ja, jetzt scheiß mal auf Richarlison, Digga. Der Typ bringt einfach gar nichts. Ich glaube, ich muss gleich Groß einwechseln, Mann. Junge, die wollen alles digitalisieren. Junge, weißt du, gerade eben, das eine Spiel komplett zerberstet, man. Das eine Spiel 4-0 gewonnen, das andere 3-0 nach Quitten, Digga. Und jetzt ist hier wieder komplett Schmutz. Timo Werner. Digga, es laggt halt wie Sau. Junge, halt, guck dir mal diese Befreiungspässe an. Digga, es laggt, ich kann nichts tun. Digga, ich dachte die ganze Zeit, mein Stream laggt, aber das ist euer Stream, beziehungsweise der Spiel gerade. Das ruckelt so hart. Nein. Ich kann nichts machen. Es kommt nichts an. Guck es dir an, was du wieder für ein Momentum hast. Mauler, der allerechte Junge. Piss dich doch jetzt mal weg von meinem... Ramos! Ja. Ramos! Gebt Einwurf.
ich rede mit dir. Ja, ich hab's doch gehört. Ja, und ich hab davor auch mit dir gesprochen und hab auf eine Antwort gewartet. Ja, Robbe. Den Ball kann er abfangen. Yo. Jetzt haben sie den Ball verloren. Chance auf den Ausgleich. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Ach, Digga, dein Torwart ist einfach unfair. Torhüter allgemein sind unfair. Ganz stark. Junge, frech! Shaqiri! Oh, Digga, der allerechte. Der Ball würde bei mir zum Beispiel auch nicht reingehen, würde auch der Keeper auch halten. Sherdan Shaqiri, der allerechte. Junge, einfach lächerlich, was hier wieder passiert, Mann. Wie viele Elfmeter soll es bei euch immer geben? Ja. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Kein Tor. Ramos! Digga, wo wolltest du denn mit dem Ball gerade hin? Dicker, ich wollte auf Walker. Müller. Wild. Thomas Müller. Ramos. Timo ist mute. Das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Das frühe Pressing jetzt. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Da haben sie den Ball, gut gemacht. United kommt. Sherdan Shaqiri. Und da gibt's jetzt den Einwurf.
Verdammte Balleroberung, was waren Sie draus? Oh, endlich, Mann. Dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Das könnte die Gelegenheit geben. Was für eine Chance. Und da machen sie überhaupt nichts raus. Das war kein guter Versuch. Das war harmlos. Ball wird abgefangen. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Vielleicht die Führung jetzt. Alter. Ja, Dicker, ja! Da machen sie Druck und das zahlt sich aus. Wir sehen es hier nochmal. Ball an den Landen. So, damit ist diese Partie beendet. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste verlieren also diese Begegnung. Manchmal entscheiden gleich die Ausgang so eines Spiels. Endlich mal dieses Karma zurückgekriegt, Mann. Ohne Witz.